Hallo meine Lieben und willkommen zu einem kleinen neuen Angezockt von I Am Alive, dem neuen, ja, ein bisschen futuristisch angehauchten Adventure-Game von Ubisoft. Und ich habe die ganze Sache mal anprobiert, dachte mir aber, naja, wir machen jetzt doch mal lieber ein neues Spiel. Und einfach um euch die ganze Sache zu zeigen, um möglichst viele Fails zu vermeiden, bleibe ich mal bei einfach, ihr kennt das. Lin und eine schwierige Steuerung ist ein bisschen wie eine Katze und eine Maus. Irgendwie kommt mir die Videosequenz sehr laggy vor. Ich halte jetzt einfach mal die Klappe. Try to deliver this video recorder to my home. That's in Havinton, 27 Arbor Street. It's right in front of the park, and well, maybe, just maybe, someone will be there. Okay, this is basically my life. My backpack, climbing harness, flashlight, a couple of batteries, pistol. I've never even fired a gun before. Anyway, there aren't any bullets in it, so. I can't believe I'm about to arrive. It's been almost a year now since the event. It only took me 4 hours to fly out east. The better part of a year to walk home. With any luck, I'll be back at our apartment in another couple of hours. I saw a lot of damage on the way here, but this looks different. There's more dust than anywhere I've seen. I wonder what it looks like inside the city. I know it's crazy, but I just have this feeling that I'll find you. Julie, without you and Mary, none of this makes any sense. Almost home. See you soon. Okay. Ich finde übrigens diese Perspektive mit der Videokamera richtig cool. Hat irgendwie was. Und ab hier agieren wir dann selbstständig. Ich hoffe einfach, dass ihr mir verzeiht, dass ich ein bisschen mit der Steuerung noch unbeholfen bin und ja, irgendwie hat der eine oder anderen Ruckler drinne. Ich hoffe auch, das verzeiht ihr mir oder wie auch immer. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, es sieht aber alles recht gut aus und wenn auch irgendwie, wie ich finde, die Farbigkeit ein wenig fehlt, aber ich glaube, das ist einfach dieses futuristische, schöne Konzept. Und auf jeden Fall ist es auch ein recht interessantes Spiel. Hier seht ihr zwei Anzeigen. Das linke ist die Ausdaueranzeige, das rechte ist die Gesundheitsanzeige. Die Ausdaueranzeige macht uns gerade einen kleinen Strich durch die Rechnung, denn umso länger wir klettern, umso mehr verbrauchen wir Ausdauer. Und wenn wir zu viel Ausdauer verbraucht haben, stürzen wir ab und fallen in den Tod. Was jetzt nicht so die Sache ist, die wir uns wünschen. Können wir hier schneller drüber gehen? Schön. So. Also die Aussicht ist auch richtig geil, oder? Ja. Wie auch immer. Oh mein Gott. Wir klettern uns jetzt erstmal hier unseren Wege entlang. Denn wir haben die Mission, unser altes Apartment zu finden. Und ich denke, bis dahin werde ich mit euch spielen und dann werden wir mal schauen. Wo ist denn hier lang? Wahrscheinlich hier rüber. Ja. Und dann darüber. Hopp. Ja, je nachdem, wie lange man klettert, umso mehr wird halt die Ausdauer in Mitleidenschaft ge. Ach so.
Ja, umso mehr wird halt die Anzeige oder eher die Ausdauer beansprucht. Und ich habe ein bisschen jetzt ehrlich gesagt Angst. Oh Gott. Okay, komm, komm, komm. Oh nein. Oh mein Gott. Hopp, 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 hopp. Und zieh dich hoch. Zieh dich hoch. Puh. Wie ihr selber merkt, ist dann halt auch die... wird dann halt auch die... die Musik schneller, umso mehr Ausdauer wir verbrauchen. Was natürlich auch echt, finde ich, cool gemacht ist. Ah, oh, jetzt kriegen wir voll die Sonne hier ins Gesicht. Wird mal drehen. So. Ja, unsere Kletterzeit ist begrenzt. Das stimmt wohl. Das finde ich auch nicht gut. Oh Gott! Oh mein Gott! Okay. Wir haben jetzt einiges in unserer Ausdauer kaputt gemacht. Sag ich mal. Ja. Wir haben C. Ah. Okay. Wir haben hier eine Konserve und eine Wasserflasche. Ich würde sagen, versucht's mit der Wasserflasche, denn die Konserve, die verbraucht, also die ist ja auch für Gesundheit mit und unserer Gesundheit geht's eigentlich noch recht gut. Mm. Oh, eine Cutscene. Vermutlich, vermutlich. Wo müssen wir jetzt allerdings hin? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Aber nichtsdestotrotz werde ich mich hier erstmal umgucken. Mal zu schauen. Ich soll doch aber jetzt nicht da hochklettern, oder? Also ich muss jetzt hier nicht über die, so ganz Tomb Raider-mäßig über die Kisten und dann... Nee, muss ich nicht. Gut. Das wäre nämlich schon leicht blöd. Kann ich hier rein? Nee. Geht's hier hinten weiter? Ah, okay. Ja. Das war mein Fehler. Ich glaube, wir müssen da hinten runter. Weil wir müssten ja über den Brückenpfeiler drüber klettern. Kann ich da runter? Ja, okay. Huhuhuhuhuhuhu. Ganz ruhig. Ja, runter. Oh mein Gott. Ich fürchte. Oh mein Gott. Also ich fürchte, wir sind gleich tot. Ja, definitiv. Wir werden das nicht überleben. Also, irgendwie... Ah! Muss ich jetzt nach oben oder muss ich nach unten? Wir sind hier. Moment mal. Das ist doch irgendwie komisch. Ich glaube, wir müssen nach oben. Also erstmal bitte hoch. Zieh dich mal da hoch, hallo.
sich da hochziehen jetzt? Jetzt erst recht. Okay. Okay. Vielleicht kommen wir doch auch nicht ganz bis zum Apartment, weil so doof, wie ich mich anstelle, ist das eventuell nicht drinne. Kann ich mich denn hier hochziehen? Ne, gut. Also hier kann ich mich auch gar nicht hochziehen, das heißt, ich muss mich hier halt echt beeilen. Aber ich denke, das ist auch einfach die Sache, um diese besonders hohe Anstrengung mal zu zeigen. Hoch, 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 hoch. Hopp, 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 hopp. So, jetzt haben wir nicht ganz so viel Ausdauer verloren. Sehr gut. So. Wir sind hier oben. Ja, ja, ist okay. Sieh dann diese Cutscene, die jetzt schon kam. Und wo muss ich jetzt hin? Well, it's still standing. Though Havinton has seen better days. Muss bestimmt hier lang. Ja, drücken Sie Lärm, auf das Seil zu springen. Jetzt einfach nach unten. Hui. Mein Gott, mein Sohn, das tut bestimmt weh in den Händen. Wow, so. Wir sind hier unten. Da, wo wir hin wollten. Und jetzt? Da drüben sind wir hochgeklettert. Also wir hier drüber. Ach. Wir können hangeln. Okay. So. Dann geht's weiter die Straße entlang. Die Brücke. Oh! Ja. Oh mein Gott. Vielleicht mal hier lang. Und dann die Leiter runter. Das wäre nämlich irgendwie wesentlich klüger. Oh, shit. Ich habe Höhenangst. Oh shit. Oh shit. Ich weiß nicht, ob ich das hier will. Okay. Ich sehe da drüben festen Boden. Das sieht doch schon sehr gut aus. Fester Boden. Kommt auf jeden Fall immer gut. So fest ist der Boden doch nicht. Hier lang? Hinabrutschen. Heilige Mutter. Maria, Gottes und Mama. Oh wei. Also der Fluss ist vielleicht doch ganz schön reißend, ne? Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, aber irgendwie... Also ich bin froh, dass dass hier alles so... Die Klettereinlagen sehr gesteuert sind. Weil, sonst hätte ich mich schon 10-mal irgendwie in die reißenden Fluten aus Versehen gestürzt, weil ich einfach... Kanalisation.
Jetzt wird's eklig. Okay. Hallo? Guck, 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 guck. Ist hier jemand? Vermutlich eher nicht. Was will man auch in der Kanalisation? Es ist einfach nur alles dunkel und... Ah! Okay! Nun, das soll doch mal der erste Teil des Angezockts gewesen sein. Wir finden danach weiter uns den Weg in unser Apartment, unser altes Apartment. Und bis dahin, wir sehen uns. Tschüss!